Weil ich meine, im Sommer kann ja jeder, ne? Genau. Das ist ja schon wieder langweilig. Sommer ist voll scheiße immer. Weißt du, dieses Schwitzen. Da schwitzt man. Ja. Das ist sehr unangenehm. Klitschnass kommst du aus dem Helm, ne? Raus so. Ja, man kann sich nicht konzentrieren. Ja. Man dehydriert ja. Ne? Kommt ja dazu dann auch erschwerend. Der Hitzestau allein, das hältst du nicht aus einfach, ne? Ja, und man muss ja auch sagen, in Deutschland ist ja eigentlich immer kalt. Eigentlich ist ja immer kalt und mal so ein, ehrlich, so ein Wintermärchen oder was hat ja was, ne? Ja, genau. Mhm. Und minus 8 Grad ist im Grunde genommen, das sind ja nicht gefühlte minus 8 Grad. Das ist ja, lass es minus 15 sein. Ne? Und das ist ja dann schon gleich ein ganz anderer Schnack, als wenn du jetzt, sagen wir mal, minus 8 Grad hast. So. Ja. Also eigentlich ist das schon ein unglaublich geiler Job, den wir hier machen. Also ich meine, wir haben ja überhaupt gar nichts gegen unsere Testkollegen, die da immer so, ne, Südspanien, Südfrankreich, Nordspanien ist ja immer schön gerne dabei. Was ist denn die Alternative jetzt? In Südfrankreich irgendwo bei 15, 20 Grad Motorradfahren ist doch scheiße. Ja. Ja? Straßen voll, ja? Alle Blödnasen unterwegs oder was. Und hier nix, ne? Ein Straßencafé nach dem anderen, wo du immer anhalten musst, weil die Mädels dann winken und sagen, hier, kommst du mal ran? Cappuccino hier, Kaffeelatte da, ist doch scheiße. Man, so einen gepflegten Grünwein hier zwischendurch, ne? Das ist ja auch der Vorteil beim Autofahren. Du kannst dich ja hier gepflegt zuballern auf der Rückbank. Juckt ja keine Sau, weil Björn macht ja nicht nur Kamera. Ich darf fahren. Läuft die Kamera? Ja. Eigentlich ist das schon ein geiler Job, den wir hier machen. Ja. Ne? Komm zum Motorrad, hieß es damals. Da genau. Lebst du was, hieß es. Reisen in ferne Länder hieß es. Ja. Spesen, Frauen hieß es. Das Jagsttal ist ja eigentlich eine schöne Gegend. Wenn das hier nicht so weiß wäre, würde man ja auch ein bisschen mehr sehen. Ach, Jagsttal ist aber auch im Winter schön. Irgendwie habe ich jetzt gerade den Spruch vom alten Götz. Ne? Der war ja auch hier gleich ums Eck. Götz von Berlichen, genau. Ja, der hat ja auch schon Helm getragen, im Grunde genommen auch im Winter. Ja. Hat er. Und dann hat er auch gesagt, leckt mich am Arsch. Hat er gesagt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt auf Winterhelm tragen bezogen war. Nee. Das war eher so allgemein. Ne? Ja, meinst du, du hast sagt dir das. Ja. So, eigentlich ist das schon geil. Lass uns mal weiterfahren. Mach mal die Heizung wieder an. Und Radio auch ein bisschen lauter. Ich höre nämlich nichts. Ich sammel doch so gerne. Nee, ich sammel eigentlich gar nicht gerne. Ich bin eigentlich auch so der Ruhige. Ja, wir sind eigentlich mehr so die ruhigen Typen. Deshalb sitzen wir auch gerne hinten im Auto, schweigen uns an, haben Helm auf. Das ist das Schöne im Auto, man muss dir nicht viel erzählen. Ne, wenn du den Helm ja.